Berlin Sports Week Tag 1, die Hotshots des Tages in aller Kürze und Würze präsentiert. Die erste Zutat des vollen Sportcocktails ist Streetball vom Feinsten. Über den Dächern von Berlin zockten 7 Teams im 5. von insgesamt 9 Turnieren in der Spring League. Das Projekt Streetball Team begann vor 20 Jahren als Initiative gegen Gewalt unter Jugendlichen. Das merkt man auch noch heute im Mittelpunkt, die Fairness. Das heißt, wir brauchen keine Schiedsrichter, es wird mit Court-Monitoren gespielt. Die Teams müssen sich selber organisieren, müssen selber die entsprechenden Fouls ansagen. Und das Fair Play ist hier an erster Stelle. An erster Stelle stand bei den Reinickendorfer Füchsen die Eröffnung des Sportparks auf dem eigenen Gelände. Mit Spielspaß und Musik wurde das neueste Projekt des Kiezvereins gefeiert. Das ließen sich selbst DOSB-Präsident Alfons Hörmann und der regierende Bürgermeister Berlins Michael Müller nicht entgehen. Ja, der Sport rückt wieder in den Mittelpunkt und alle Berlinerinnen und Berliner können den Sport wieder erleben in den unterschiedlichsten Formen, die unterschiedlichsten Sportarten. Man kann mitmachen, man kann zugucken und das ist toll. Das gehört zu unserer Stadt und das gehört zu unserem Zusammenleben. Bewegung, Sport und Psyche, das Motto des 8. Gesundheitsforums vom Landessportbund Berlin. In der Gerhard-Schlegel-Sportschule lernten die Ärzte und Übungsleiter unter anderem, wie sportliche Aktivität zur Vermeidung psychischer Erkrankungen beitragen kann. Das konnten sie in Praxisseminaren im Boxen, Tai Chi oder Yoga anwenden. Morgen geht es dann unter anderem beim Garmin Veloton ums Ganze. Als Warm-up stand heute bereits das Rad Race an. Mit dem Fixie, ein Fahrrad ohne Leerlauf, wurden Battles über eine Strecke von 250 Metern ausgetragen. Coole Sache. Ich finde es geil, dass es solche Rennen gibt. Ich finde es cool, dass die Strecke abgesperrt ist und dass es halt mitten in der City ist, weil sonst hast du ja immer nur Rennen außerhalb irgendwo am Stadtrand. Ja, macht Spaß. Neben dem Radrennen stehen morgen dann das 15. Berlin Masters der rhythmischen Sportgymnastik, der Mazda IGA-Lauf, Playoff-Basketball der Albatrosse und der Start der Wake Masters am Tempelhofer Hafen auf dem Plan. Die heißesten Szenen seht ihr natürlich wieder hier bei uns. Hauptstadtsport TV, klickt rein.